Hundertprozentig, Tom. Lok hat Lust. Die beiden Worte, die Almedin Shiva hier am meisten gesagt hat, waren zwei Punkte. Nach dem 1:3 gegen Altglienicke waren sie natürlich ein bisschen im Keller emotional. Das ist vorbei. Optimismus, jetzt ist Trumpf. Lutz, der BFC hat gestern vorgelegt, 13:0 in Chemnitz. Ist die Saison für dich schon durch? Nein, niemals. Wenn der Schiedsrichter die Saison abpfeift, der letzte Pfiff, und dann ist es entschieden. Hat Lok noch eine Chance? Das ist selbstverständlich. Das werden wir uns jetzt angucken. Die Mannschaften sind da. Lok ist bereit hier in Halberstadt. Germania muss natürlich kämpfen, muss Punkte machen, um nicht abzusteigen. Das ist die Aufgabe der Mannschaft, die heute von Manuel Rost hier geführt wird. Und da ist der Anpfiff zu diesem Spiel. Der Anpfiff für den ersten FC Lok, ganz in Blau. Abderrahmane ist da am Ball, spielt raus, aus auf Eggelseder. Das ist dieselbe Aufstellung, identisch zum 1:3 in Altglienicke, zumindest im hinteren Bereich. Eggelseder, so spielen sie es immer, mit einem Aufbauspieler zentral, entweder Pieplitzer oder Abderrahmane. Jetzt übernimmt Pieplitzer. Und natürlich ist Lok heute hier Favorit. Bei Germania Halberstadt. Die Germania zuletzt allerdings. Vorsicht, da ist die erste Strafraumaktion von Fufa. Und überragende Rettungsaktion im aber allerletzten Moment. Erik Fufak, der ist noch frisch, der ist noch schnell. Und dann wird er ganz am Ende abgeblockt. Fufak ist schon vorbei. Und dann das lange Bein von Hendrik Kunold. Sonderapplaus für ihn, auch durch Lukas Zichos. Die Ecke kommt. Und gleich noch eine hinterher. Diesmal sauber geklärt, ohne große Probleme. Jetzt nochmal Sascha Pfeffer. Ball liegt wieder gut und kommt zum Tor. Guter Auftakt von Lok. Der Kopfball von Lukas Sirch, der jetzt nach hinten eilen muss. Freistoß. Berger, da waren die Leipziger noch ein bisschen unsortiert. Lutz? Aber Eik, da muss ich erstmal gleich einschreiten. Die haben jetzt hier einen Konter. 4 gegen 4. Alle haben Tempo. Warum bleibt der junge Mann so lange am Ball? Da muss den abspielen. Rein in den 16er und dann haben die hier eine Riesenchance. Das ist zu einfach. Das ist immer eine gute Möglichkeit, nach Ecken des Gegners zu kontern. Da stimmt die Ordnung in diesem Augenblick nicht. Abderrahmane hat er abgedeckt. Aber Germania spielt das nicht schnell genug. Ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Eggelseder, der gerade noch aufs Tor geköpft hatte. Zurück zu Jan-Ole Sievers. Sirch bietet sich an, bekommt den Ball. Lok baut in aller Ruhe auf. Pfeffer auf einem Rasen. Lutz, wie bewertest du ihn? Also wir haben schon schlechtere Plätze gesehen. Also ich war vorhin auch mal unten. Natürlich war hier auch Trockenheit, hier war Schnee. Wir haben ja nicht 10 Leute, die den Rasen jeden Tag pflegen können. Keine Ausrede heute, wenn wir das Tor nicht treffen oder Stockfehler machen. Wir sind im Harz-Vorland. Von hier der Brocken gut zu sehen. Und damit kommen wir zur Aufstellung des Gastgebers, der Mannschaft ganz in Rot, der Mannschaft von heute, Manuel Rost, dazu später noch mehr. Es geht los im Tor mit Zichos, die Viererkette mit Reitl, Baudes, Schmökel und Kunold, der gerade schon gerettet hat. Und jetzt sind sie schon wieder zentral gefordert. 4-3-3-System, davor Linksvogt, rechts Korsch, zentral Weigel. Und ganz vorn der Franzose Ehrloth, Malina und Korsch. Das ist noch nicht durch. Da muss Abderrahmane hin. Ja, ja.
Halberstadt eine sehr junge, laufstarke Mannschaft. Die werden sich heute hier reinwerfen. Stöckel beispielsweise, der Innenverteidiger, 19 Jahre alt. David Vogt, der Kapitän, 21. Julian Weigel, vom 1. FCM gekommen, 20 Jahre alt. Der Stürmer, Malina, 19. Da lässt sich in Halberstadt was entwickeln, aber sie müssen die Klasse halten. Lutz? Ja, sie haben noch ein paar Punkte zu holen, das ist ganz klar, aber der Weg ist ja richtig. Sie haben also junge Leute, sie haben Leute aus der Umgebung, sie haben nicht nur Spieler von weit, sie haben ein paar Magdeburger, die sich hier beweisen können. Und diese Regionalliga ist prädestiniert für junge Spieler. Und sie haben 9 geholt zur Winterpause, weil sie gemerkt haben, die Verantwortlichen um Tom Lieberam, wir müssen was tun. Andreas Petersen, Sportdirektor, heute nicht dabei, war beim Spiel seines Sohns Nils Petersen gegen den FC Bayern. Parallel seinen Vertrag, Petersen verlängert. Abderrahmane, das ist gut, das ist Pfeffer, Sascha Pfeffer. Ich wundere mich immer, Lutz, dass diese Bälle so oft übers Tor gehen. Weil das ist ja die Gefahr bei so einem Abschluss. Ein bisschen in Rücklage zu sein. Warum ist das so? Oder der Schritt zu groß, dass du also mit dem Oberkörper nicht über den Ball kommst. Das sieht man jetzt. Ja, er hat also nicht diese ideale Position. Aber der Angriff war sehr gut gespielt. Auch das Durchsetzen auf der rechten Seite. Das war kein guter Ball von Zichos. Aber die Vorderleute können klären. Dann allerdings doch Freistoß. Also Andreas Petersen mit einer Mänderrunde noch in Freiburg bei seinem Sohn Nils. Es gab ja, vielleicht erinnern Sie sich, vor 3 Jahren die Bestechungsvorwürfe an Andreas Petersen, damals vom SV Babelsberg ausgesprochen, unter anderem von Tom Mattermann, der heute auf der Bank sitzt in Leipzig, und eben auch von Trainer Almedin Schieber. Da wurde gemutmaßt, warum ist der Petersen heute nicht hier? Mag das mit den handelnden Personen auf der anderen Seite zu tun haben? Die Aussage des Clubs von Germania Halberstadt ist eindeutig. Nee, diese Reise war so lange geplant und hat mit den Vorkommnissen von damals nichts zu tun. Berger. Gut geklärt von Korsch. Aber der Druck bleibt hoch, auch auf Reite. Und Zichos mit dem zweiten, vielleicht nicht ganz optimalen Ball. Man hat natürlich gesehen, dass der Ball nicht gerade über den Rasen läuft, sondern der hoppelt. Das ist schwierig, einen Rückpass aufs Tor zu spielen. Die Rückpässe gehören daneben, sonst kommt der junge Mann da in Bedrängnis. Das würde ich nicht so oft wiederholen. Regel Nummer 1 beim Rückpass, nicht zwischen die eigenen Pfosten. Also wo du das her hast, das weiß ich nicht, aber das ist großartig. Gerade übersetzt von dir. Ach so. Und damit sind wir bei der Aufstellung des 1. FC Lok mit Siebers im Tor. Die Viererkette, wie schon angesprochen, unverändert. Mehmedovic auf der linken Seite, Sirch, Eggelseder, der hier den Ball bekommen soll. Und Berger, aber jetzt erst einmal Achtung für diese nächste Konterchance. Diesmal spielen sie den Ball schneller. Korsch, und das ist die fette Möglichkeit. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ole Hoch nochmal am Ball. Aus Magdeburg gekommen, im Winter Hoch. Will sich präsentieren, ausgeliehen vom 1. FCM. Dicke Möglichkeit. Wir machen die Aufstellung schnell zu Ende, blicken hier nochmal auf diese gute Kopfballschutz. Aber Sievers ist da. Piblica und Abderrahmane auf der Doppel-6. Dann Fufak, Pfeffer und Ogbidi. Fufak, die einzige Änderung, kommt rein in die Mannschaft für Bogdan Rangelov, der ein bisschen müde ist, und dann Siane ganz vorne. Aber jetzt dieser Einwurf. Piblica dazwischen. Ja, Halberstadt deutet an. Klar, Lok ist Favorit, aber wir wollen hier heute mitspielen. Das ist Fufak. Pfeffer. Mehmedovic hinterläuft. Aber sie machen es zentral über Fufak. Über
Jamal Siane. Zumindest mal nicht übers Tor, Lutz. Und ein sehr guter, wieder ein sehr gut herausgespielter Angriff. Das hat was mit Fußball zu tun. Und hier passiert eine ganze Menge. Eben eine Chance für Germania und jetzt von Lok. Und das zeigt, dass 20 Leute sich bewegen auf dem Platz. Sehr dynamisches, sehr bewegliches Spiel zu Beginn von beiden. Und beide gehen hier auf unterschiedliche Art und Weise dieses Spiel an, um zu gewinnen. Das wird deutlich. Das ist genau auch diese Philosophie von Manuel Rost, der von Rot-Weiß Erfurt hierher kam. Lange Jahre bei Rot-Weiß. Erst im Nachwuchs, dann Cheftrainer. Am Ende hat er eine neue Aufgabe gesucht. Die Zusammenarbeit bei Rot-Weiß vielleicht nicht mehr ganz optimal. Und jetzt ist er hier und hat erstmal einen Vertrag bis zum Saisonende. Gut möglich, wenn die Germania die Klasse hält, dass es auch mit Manuel Rost hier weitergeht. Fünfer ganz aus. Einwurf Halberstadt. Kuhnhold sorgt dafür, der Rechtsverteidiger. Hinter ihm, da sehen Sie links die Leipziger Fans. Wie immer zahlreich. Und auch sie natürlich optimistisch. Schöner Einsatz von Siane. Das soll ein Foul gewesen sein. Sieht er ein bisschen anders. Schnell gemacht von Porsche. Ball rollte noch. Das ist dann auf jeden Fall richtig von Florian Lechner. Lager passt auf. Ogbidi bleibt hängen. Reitel. Reitel. Und da ist wieder viel Raum. Und das ist es. Das ist es. Das 1:0 für die Germania. 7 ist noch dran, kann den Ball aber nicht mehr halten. Und wieder viel Platz im Strafraum. Wieder ist da die Seite offen. Und Julian Weigel hat den Ball nicht erkämpft. Das war Ole Hoch. Super von Reitel. Und da kommt er dann. Julian Weigel, der Torschütze. Ist der haltbar, Lutz? Er hat ihn ja fast gehalten. Das ist 10 Meter vor dem Tor. Er war ja dran. Sievers ist ein überragender Mann. Aber es hätte auf beiden Seiten schon knallen können. Das Spiel gefällt mir außerordentlich. Vom Tempo her. Und die jungen Halberstädter, die machen munter mit, mein lieber Freund. Ich sehe sie das erste Mal jetzt. Sehr ordentlich. Hatten zu Saisonbeginn unter Benjamin Duda schon mal eine sehr gute Phase. Dann ein halbes Jahr nicht gewonnen. Bis zum 5:2 in Auerbach. Aber jetzt ärgern sie hier den Aufstiegskandidaten Lok Leipzig. Durch Julian Weigel ist sein 4. Saisontor. Der Mann, der Stürmer, vielleicht erinnern Sie sich, der für große Aufmerksamkeit sorgte im Juni 2020 war das, als er eingewechselt kurz vor Schluss in Halle für das 1:1 sorgte des ersten FC Magdeburg. Sie hatten fast schon das Derby verloren in Sachsen-Anhalt. Dann kam dieser junge Julian Weigel, Lutz Lindemann, Nick kann sich auch noch an diesen Moment erinnern. Und schießt den Ball zur Überraschung aller. Eigentlich war das Ding schon durch zum 1:1 ein für den ersten FCM. Jetzt ist er inzwischen hier in Halberstadt gelandet. Und das zeigt, dass dieser Verein hier durchaus Perspektiven bietet, Lutz, auch für Nachwuchsspieler sich zu entwickeln. Und Sie haben ja eine fantastische Infrastruktur, wenn ich mich hier umgucke. Hier das Stadion kenne ich natürlich, aber ringsrum die Plätze vor den Spiegelsbergen, da geht das Herz auf. Also da darf ich gar nicht dran denken. Das ist schon ein paar Tage her. Lutz Lindemann, in Halberstadt geboren, 21 Jahre hat er hier gelebt. Und Lutz, auch deine Frau hier kennengelernt, kann man das sagen, ja, in Bad da drüben? Na, wenn ich von hier gucke, sehe ich dann das Sommerbad noch vor den Augen. Und ich hatte damals eine Dreieckbadehose an, war ein junger, 15 Jahre Achtung, Junge. Jetzt müssen wir kurz aufpassen, denn da ist Siane! So. Mit dem 1:1 die Geschichte
Die werden wir gleich noch vollenden. Jamal Siane, wie immer, macht er das erste Leipziger Tor. Wahnsinn. Wunderbare Flanke, Wahnsinn. Wunderbar kontrolliert, wie Siane den anzieht, wie er ihn ansaugt, wie er ihn nach unten nimmt und vollendet. Zum 14. Mal in dieser Saison schießt dieser Siane das erste Leipziger Tor. Sirch, überragend und nicht anders Siane. Großartig. Lok schlägt sofort zurück. Keine Viertelstunde gespielt. Und es sind zwei Tore gefallen. Und genau das, was Lutz Lindemann hier erwartet hat, dass es ein offenes, ein fröhliches, ein freudiges Fußballspiel wird. Genau das hat sich schon jetzt bestätigt. Pfeffer. Ogbidi. Ogbidi, da ist wieder Siane mit seinem Körper, den er so gut einsetzen kann, geht dem Ball immer entgegen. Und jetzt brechen sie wieder auf, die Halberstädter. Auf Richtung Strafraum Sievers. Kein Foul. Am Ende der Ausball durch den Kapitän, durch David Vogt. Und damit Einwurf Lok Leipzig. Lutz, wie war das mit deiner Frau im Bad? Ganz schnell nochmal. Ich stand hier drüben, ich sehe mich noch stehen. Kurze Dreieckbadehose und sie hat mir damals zugelächelt. Die war 14 und hat dann für sich gedacht, den muss ich heiraten. So früh? Ja, hat sie sich festgelegt und hat es nicht bereut. Piblica. David Vogt, der Kapitän, mit diesem Ball nach außen. 21 Jahre ist er alt, seit 2 Jahren Kapitän. Nicht leicht für Berger. Was macht er mit diesem Ball? Wie die. War noch ein bisschen spät. Deshalb Einwurf jetzt durch Luis. Marlene. Da kommt sehr weit. Der Rückkopf diesmal abgesichert. Piblica. Diese erste Reihe der Leipziger, die ist jetzt hier komplett auf Konter programmiert. Hat man an Piblica gesehen, der hat nur offensiv gedacht. Wollte den Ball auch mit Risiko nach vorn spielen. Ja, und der Einzugsbereich der Halberstädter, das sieht man am Kapitän, der ist ja relativ breit. Es kann hier bis Hannover, bis Braunschweig gehen. Der Kapitän, David Vogt, kommt aus dem Eichsfeld. Magdeburg ist um die Ecke. Auch von der dortigen Nachwuchsarbeit kann man hier profitieren bei der Germania. Baudes. Kuhnhold. Die werfen sich rein, schenken Lok natürlich nichts. Der Rahmane mal ein bisschen Platz für ihn. Ogbidi wollte den Ball haben. Wir müssen immer wieder Optionen anbieten, die Offensivspieler. Eine kleine Spielpause bei Lok, denn Siane, nicht im Bild zu sehen, hat sich die Schuhe zugebunden. Und deshalb geht es erst jetzt ab. Mit Ogbidi, mit Siane, der sich wieder dreht, der schön nach hinten abblickt. Das ist eine Spezialität von ihm. Und der aufpassen muss, dass er jetzt keine gelbe Karte bekommt. Zu spät. Zu spät, berechtigterweise. Taktisches Foul. Ja. Klare Sache, richtige Entscheidung von Florian Lechner. Er wollte am Ende noch mal wegziehen, Siane. Ist ihm dann nicht gelungen. Da war das lange Bein. Da weiß er selbst. Ja.
Neun Neue haben sie geholt, die Halberstädter, um die Regionalliga zu erhalten. Vier davon spielen heute. Herr Lott, ein Franzose, der, ich habe mich extra erkundigt, hier so ausgesprochen werden kann. Ole Hoch, Reitl und Schmögel, die sind heute alle in der Startelf. Fabian Reitl, der war mein Spieler oder unser Spieler bei Carl Zeiss Jena. War dann in Regensburg, kam dann zurück, war in Lotte. Nein, er war nicht in Lotte, er war in Meuselwitz. Genau. Und sucht hier seine Chance. Und in dieser jungen Mannschaft, er ist schon Mitte 20, glaube ich, das tut der Mannschaft gut. Stammt aus Oberkotzau. Das liegt kurz hinter Hof, die Gemeinde. Zuletzt 5 Jahre in Meuselwitz. 7 Spiele hat er gemacht in dieser Saison für die Germania. Noch kein Torschütze, aber das erwartet man von Fabian Reitl so auch nicht. Kommen nicht leicht nach vorn, immer bedrängt, aber jetzt mal Raum. Jetzt ist Platz, vielleicht für Ogbidi mal einen Sprint anzusetzen. Berger. Verteidigt. Aber auch das wieder ein Angriff über mehrere Stationen. Es bleibt dabei ein gutes Spiel. Luca Sirch. Sirch, der immer wieder mal mit nach vorn ausbricht. Hat er schon gemacht, aber vor allem viele gute Aktionen vorbereitet, Sirch. Hier der letzte Mann jetzt. Sievers will mitspielen, bekommt den Ball allerdings nicht, der Torhüter Eggelseder. Berger und jetzt die schnelle Seitenverlagerung. Halberstadt hat sich komplett verschoben und muss jetzt wieder in die andere Richtung agieren. Das ist der Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Die Leipziger sind routinierter, sie haben mehr Erfahrung. Du siehst, sie beruhigen das Spiel. Die Halberstädter müssen immer verschieben, immer laufen. Und dann suchen sie den Weg in die Spitze. Und bei Germania war vorher dieser Ballverlust zu früh. Die müssen es noch lernen, auch den Ball mal in den eigenen Reihen zu halten, um mal drauf zu treten. Das haben sie bis hierher noch nicht geschafft. Aber deswegen auch mehr Ballbesitz für Lok Leipzig. Aber wenn sie ausbrechen, dann ist das gut. Siane kommt da nicht mehr ran. Fair gemacht. Auch von Lukas Psychos. 26-Jährige, momentan Auszubildender. Wird ein Kaufmann fürs Büromanagement. Lukas Psychos. Sehr viele bei Germania Halberstadt machen noch was nebenher, aber es gibt auch einige, die sich komplett auf den Profifußball konzentrieren. Normaler Zustand in der Regionalliga. Ganz, ganz normal. Und ich würde jedem Jungen auch mal raten, erstmal Schule und eine Ausbildung zu machen. Und dafür ist diese Liga wie geschaffen. Da fragt man sich immer, Lutz, so ein Spieler in der Regionalliga Nordost, jetzt in Halberstadt, was kann der monatlich mitnehmen? Hast du da eine Idee? Kann man da... Gibt es da Zahlen? Ideen hätte ich ganz viele, aber die Vereine tun gut daran, sich nicht in die Karten gucken zu lassen. Aber ich denke, dass es einen Nebenverdienst gibt. Und oft ist es ja auch eine Kombi mit Arbeit, genau. Mit Sponsor, der im VIP-Raum sitzt und sagt, komm zu mir, arbeite 4 Stunden, trainiere um 16 Uhr. Solche Möglichkeiten versuchen die Regionen dann natürlich für ihre Mannschaften zu organisieren. Denn Germania Halberstadt ist natürlich ein Aushängeschild hier für die Region. Gab ja schon mal auch in Thale, in Wernigerode, höherklassigen Fußball. Momentan die Germania hier im Harzer Vorland die Nummer 1. Ja, und in Wernigerode spielen die scheinbar auch Fußball. Das haben die Jungs in Halle nicht so richtig auf der Uhr gehabt. Aber das passiert halt auch.
Wernigerode, das wissen Sie, gerade ins sachsen-anhaltinische Pokalfinale eingezogen, mit einem Sensationssieg viel umjubelt gegen den Halleschen FC. Das hat beim HFC für viel, viel Unruhe und Diskussionen gesorgt, denn da sind die Einnahmen aus dem DFB-Pokal ja nicht eingeplant gewesen, aber mit dem Finaleinzug und dem 1. FC Magdeburg als möglichen Aufsteiger bzw. Platz 4 reicht hier in der dritten Liga, ist der Finalist quasi jetzt schon so gut wie sicher für den DFB-Pokal qualifiziert. Minimum 150.000 gibt es da. Das ist für so einen Verein, glaube ich, ja, ein Geschenk. Und die Atmosphäre in Wernigerode bei diesem Spiel, wir haben es ja live übertragen, war bombastisch. Ja. Enges Stadion, Fußball, wie du ihn, glaube ich, auch liebst. Ja, jeder Fußballer liebt diese Atmosphäre. Der ist zu hoch. Aber das ist jetzt der zweite Ball, den er zu hoch, dann soll er es gerade auslassen. Der Reitel ist nicht 3 Meter groß, der kann den Ball natürlich nicht runternehmen. Aus der Ballruhe ins Aus. Lukas Sichos, die Nummer 1 in dieser Saison bei den Halberstädtern im Tor. Aber da gibt es diverse Verletzte direkt dahinter. Insgesamt 5 Torhüter im Kader und heute auf der Ersatzbank Pascal Sparwasser. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Irgendwie verwandt mit... Irgendwie mütterlicherseits gibt es eine Verwandtschaft. Ist nicht ganz eng die Bande, aber der Name Sparwasser, hier so ein bisschen wie Lieberam, durchaus öfter mal in der Region vorhanden. Ist eine Großfamilie, ein engen Kontakt zwischen Pascal und Jürgen Sparwasser gibt es dann aktuell allerdings nicht. Aber heute sitzt der Mann mit der 32 auf der Ersatzbank. Und sollte Lukas Sichos sich hier verletzen, dann kommt er tatsächlich zu seinem Regionalliga-Debüt. Abderrahman. Ja, das machen sie ganz gut. Immer einer lässt sich fallen, der Mittelfeldspieler, dann auf Dreierkette und dann versuchen sie zu spielen. So ist es und das macht natürlich die Außen frei, die dann die Linie etwas weiter runtergehen können, sich schon mal ein bisschen weiter nach vorn positionieren können. Ein Berger beispielsweise macht das ja sehr, sehr gern auf der rechten Seite. Und das schon ein paar Jahre. Immer wieder frisch und schnell und auch Memedovic auf der Linken hat schon gezeigt, dass er nach vorn durchkommen will. Abderrahmane. Da sucht er wieder ein und da ist der Memedovic. Pfeffer, der wird sie jetzt selbst versuchen. Pfeffer, Dribbelkünstler, Kopf nach unten, typisch Sascha Pfeffer, Siane. Der ist nicht zu verwerten gewesen für Jamal Siane. Zu lange in der Luft, nicht scharf genug dieser Ball. Und dann aus 7 Metern kann selbst er nichts machen. Fufak passt auf gegen Jesimi Jalot. Einer der 4-9. Jalot, ob der heute in die Startelf hineingerutscht ist. In der Jugend des FC Paris spielt er. Nicht zu verwechseln mit Paris Saint-Germain. Sie rutschen ein bisschen nach vorn. Pech für Jalot. Dritter auf den Ball. Na, gibt das einen Elfmeter? Es gibt Abstoß. Also Berger war da aber ganz hart dran an Luis Malina. Der hat körperliche Vorteile.
Malina ist größer als Berger, da stimmte die Zuordnung auch nicht, denn Berger ist Rechtsverteidiger gegen einen Malina mit dieser Größe im Zentrum. Das war nicht optimal. Wir blickten noch mal rauf, Lutz. Naja, ja. Hier war es nicht so zu erkennen, aber das sah schon so aus. Haken beide ein, Malina 1,92 Meter groß. Letzte Saison noch beim ersten FC Magdeburg in der U19 Bundesliga unterwegs. Ein Tor hat er gemacht unter Trainer Patrick Sander. Aber das war natürlich wieder mal ein wichtiges Zeichen der Germania, den Leipzigern hier anzuzeigen. Seid euch nicht so sicher, Freunde. Medovic. Und da laufen. Pfeffer. Der will immer was anzünden, Sascha Pfeffer. Ja, der ist Fußballer mit Leib und Seele, das siehst du. Der hat immer eine Idee. So, Malina gesucht. Und das ist typisch für ihn, für Luka Sürch. Jetzt will er los, jetzt will er durch, jetzt will er nach vorn. Luka Sürch schafft es bis in den gegnerischen Strafraum tatsächlich. Die Flanke kommt. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn! Es gibt kein Tor. Abgepfiffen, war das ein Handspiel? Oder der Ball war aus? Er bettelt und bittet. So, das ist jetzt die Frage. Luka Sürch. Nee, also aus war er nicht. Und jetzt hier Hand. Da war er kurz an der Hand. Muss man das pfeifen? Man muss. Man muss. Man muss, sobald der Ball vor der Aktion zum Tor an die Hand springt, egal ob Absicht oder nicht, das spielt an dieser Stelle keine Rolle mehr, muss der Schiedsrichter die Aktion abpfeifen. Was bin ich froh, dass die Zeit vorbei ist, dass ich auf dem Platz nichts mehr zu suchen habe. Ich bin so froh. Mit dieser Regel, Gottes Willen. Aber von dem Sürch, ein Wahnsinns-Solo. Großartig. Okpidi. Muss Ecke geben. Da hatte sich Fabian Reitl ein bisschen verschätzt. Aber er hat sich wehgetan, der junge Mann jetzt. Ja. Kippt da um Stefan Korsch, aber ist jetzt wieder drin, geht erstmal raus aus dem Spielgeschehen, humpelt nach vorn, will sich erholen, will aber auf dem Platz bleiben. Ecke Pfeffer. Siane gar nicht so zentral, lauert da. Auch das eine Möglichkeit, zu einer Chance zu kommen. Olo hoch, hatte spekuliert. Pieplitzer ganz offensichtlich Augen hinten. Hat das erkannt. Nochmal Olo hoch. Nur Malina vorn drin. Aber vielleicht bekommt er den Ball noch. Sensationell! Gerade war er noch hinten verletzt. Unglaublich, Stefan Korsch. Und dann rennt er seinem Trainer in die Arme. Korsch, der da mit dem Rücken lag. Mit seinem fünften Saisontor. Und das war einfach
perfekt. Aber das Zweikampfverhalten. Diese Vorbereitung von Jalot und das Zweikampfverhalten wird natürlich zu Recht kritisiert. Jalot darf da niemals so durchlaufen. Und dann stimmt die Abstimmung hinten nicht. Durch die Beine von Abderrahmane. Fünfter Saisontreffer für Stefan Korsch. Die erneute Führung für Germania Halberstadt. Korsch auch einer, der in Magdeburg spielte. Aber eigentlich stammt er aus Arsten. Das ist ein altes Kirchdorf. Obervielands, Stadtteil von Bremen. Und jetzt schon die vierte Saison. Stefan Korsch hier bei der Germania. Aber Eik, wir beide haben noch schon einige Spiele miteinander hier verbracht. Bist du begeistert? Absolut. Ich auch. Ich auch. Vor allen Dingen gefällt mir der Mut und die Frische, mit der Germania Halberstadt immer wieder versucht, nach vorn zu kommen. Das hat die junge Mannschaft ja zu Saisonbeginn ausgezeichnet. Sind ja unter Duda optimal quasi gestartet in die Saison hinein. Und jetzt finden sie ganz offensichtlich wieder zu dieser alten Stärke zurück. Unterwegs war vieles verloren gegangen. Der Auftakt in diese Saison gegen Hertha 2. 4:0 hier im Friedensstadion. Dann 2:0 Sieg bei Chemie Leipzig, so ging es los. Am vierten Spieltag oder am vierten Spiel folgte ein 2:0 gegen Rathenow, ein 7:1 gegen Auerbach, ein 2:1 gegen Fürstenwalde. Also dachte man, Germania Halberstadt, mein lieber Scholli, marschieren die sogar durch. Nochmal der Torschütze, nochmal Stefan Korsch. Aber dann gab es eine ganz dicke Delle, ein halbes Jahr. Kein einziger Sieg. Benjamin Duda wanderte ab zum Berliner AK. Andreas Petersen, Sportdirektor hier, hat übernommen. Einer, der mit viel Leidenschaft dabei ist. Unterwegs mal als Berater in Wernigerode aushalf. Und jetzt Malina. Winkel zu spitz. Gut, wir müssen natürlich auch über Andreas Petersen reden. Sein Leben ist Fußball. Sein Leben ist Fußball, er hat alles erlebt. Dann kommt er hierher, guckt sich das eine ganze Weile an und sieht natürlich als Sportdirektor, wo es fehlt. Und dann gibt es klare Ansprachen. Ich habe ja ein paar Informationen hier von den Leuten, die hier mit ihm zu tun haben. Und dann kommt das ganze Gebilde wieder ins Laufen. Und das finde ich gut so. Wir können ihn ja von hier aus mal grüßen, er wird ja zuhören oder zusehen. Davon ist ganz sicher auszugehen. Ist momentan im Breisgau bei seinem Sohn Nils, der, ich wiederhole das, seinen Vertrag am Freitag beim SC Freiburg um ein weiteres Jahr verlängert hat. Nils Petersen, ja auch so ein Fußballphänomen. Nils war ja auch in Jena zu meiner Zeit. Und die größte Enttäuschung, die ich erlebt habe, war Jogi Löw, der ihn kurz vor der WM mitgenommen hat als Alibi und hat ihn dann unmittelbar davor weggeschickt. Das war von Herrn Löw eine ganz schwache Aktion. Ja, der ist wuchtig, der Malina. Ball bleibt beim ersten FC Lok. Er ist körperlich gut und das setzt er auch ein. Ihm fehlt so ein bisschen noch das taktische Verständnis. Aber er wird hier gut ausgebildet, auf vielen Positionen in dieser Saison schon eingesetzt. Nicht nur auf der ganz vorn. Hat hier auch schon links außen gespielt, war im Mittelfeld zu Hause, Malina. 19 Jahre ist der alt.
ist Profi, hat hier in den letzten Wochen in einem Testzentrum mal ausgeholfen, auch das mit Möglichkeit, die wirtschaftliche Basis der Spieler zu verbessern. Und jetzt Pfeffer. Und Siane. Fufak. Bibica. Ja, sie legen sich den Gegner jetzt zurecht. Und das war eine sehr, sehr gute Kopfballchance für Mehmedović. Auch vorbereitet durch Fufak. Eben nicht die Spezialdisziplin für Mehmedović. Er hatte das Tor vorbereitet. Yassim Jalot. Jetzt bleibt er mal hängen, bekommt den Ball zurück, aber vorher der Pfiff von Schiedsrichter Florian Lechner. Mit Nachspielzeit so um die 5 Minuten noch in dieser ersten Hälfte. Dann gibt es hier eine Pause und die ist bei uns sehr, sehr gut gefüllt. Mit vielen Fußballberichten, unter anderem auch aus dieser Liga. Chemie Leipzig heute Klassiker gegen den FC Carl Zeiss Jena. Es war ein irres Spiel. Müssen Sie sehen. Zirch. Mehmedović. Pipica, das machen sie immer wieder abwechselnd. Abderrahman und Pipica im Aufbau. Da hat der eine mal Zeit, sich auszuruhen, während der andere dann in die Spitze hineingeht, in diesem Fall Pipica. Pfeffer hinterläuft, Mehmedović bekommt den Ball, versucht es nochmal auf derselben Linie. Nochmal Sascha Pfeffer. Kennen wir schon. Ja, die kennen wir. Die Bälle ins Aus. Erstmal ruhig Zeit gewinnen. Berger. Hoppla! Fufak! Und Elber. Das ist tragisch. Unglücklich. Schlimmer geht's hier nicht mehr. Kuhnold, der bisher ein sehr gutes Spiel macht, der schon gerettet hat, jetzt noch die gelbe Karte obendrauf kassiert, weil es im Kampf um den Ball passierte, keine rote. War klar ballorientiert, naja. Und dann rennt er von hinten in die Füße von Fufak und das ist eine Sache für den 10-Tore-Mann für Sascha Pfeffer. Lutz, wo schießt er hin? Von sich aus nach links. Er hat nach rechts geschossen, Entschuldigung. Aber der Ball ist drin, 2:2 für den ersten FC Lok. Und Sie sehen an Pfeffer, dass der noch hier vor der Pause am liebsten zur Führung kommen will. Pfeffer, ja, er guckt nach links. Aber er schießt nach rechts und irritiert auf gekonnte Art und Weise, so Lukas Zichos, der chancenlos bleibt. Sehr gut gemacht von Sascha Pfeffer. Aber für den jungen Mann, der diesen Elfmeter verursacht hat, tut es mir ein bisschen leid. Der sehr, sehr ordentlich, und ich sehe schon die Körperhaltung, der muss zur Halbzeit aufgebaut werden. Guck mal, wie er da durch den Mittelkreis geht. Das ist schon... Das hat ihn mitgenommen. Momentan der letzte Mann, ja. Hendrik Kuhnold, nimmt sich jetzt hier ganz bewusst vielleicht auch aus dem Spiel. Die teure Führung auf diese Art und Weise verschenkt. Da ist er nochmal, Kuhnold. Der Ball ist gut. Ja. Auf Erlaut, den Franzosen. Flanke kommt. Berger, Kopfballsieger. Und jetzt Pfeffer. Pfeffer zuletzt dran.
Wut, Korsch, unter Druck durch Ogbidi und so Einwurf Leipzig. Aber Pfeffer ist natürlich auch ein Vorbild in dieser Mannschaft. Das hast du jetzt gesehen. Der gebürtige Hallenser, der bei Dynamo Dresden durchstartete und vielleicht die beste Saison, zumindest was die Tore betrifft, seines Lebens spielt. Inzwischen auch Elfmeterschütze. Das war das vierte Elfmetertor von Sascha Pfeffer in der laufenden Saison. Es ist Pause, wir haben viel vor und deshalb schnell nach Leipzig. Tom Scheu nochmal bitte. Thank you.
Hier am AKS im Alfred-Kunze-Sportpark von Chemie waren es 5. Hier nach 45 Minuten schon 4. Und wir können noch mal raufgucken. Das hier wird ganz offensichtlich der neue Mann in der zweiten Hälfte für Germania Halberstadt. Stefan Pribanovic, ein Österreicher, der kommen wird. Und die Tore, sie sind hier gefallen in dieser ersten Hälfte. Schon in der 12. Minute, da ging es los. Schöne Ballübernahme, hohes Tempo von Reitl, die Übersicht und von hinten mit Tempo dann Weigel. 12. Minute, Halberstadt führte 1:0. Aber dann die Antwort, wunderbarer Ball von Sörch, herrliche Mitnahme mit der Brust und Siane mit dem 1:1. Wie immer, Jamal Siane. Aber sie hatten eine Antwort durch den Franzosen auf der rechten Seite, Yassim Jallot. Und dessen Vorbereitung verwertet Stefan Korsch, tunnelt Abderrahmane die erneute Führung der Germania. Und es würde immer noch so stehen, wenn es dieses Foul nicht gegeben hätte. Oh, wie bitter für Kuhnhold, der den Ball davor unglücklich hat passieren lassen müssen. Und dann kam er, Sascha Pfeffer, 2:2. Und genau so steht es auch jetzt. Sie haben es eilig, die Leipziger. Sie wollen mehr, sie wollen den Sieg. Sie wollen ranrutschen an den BFC Dynamo. Lutz, welches Spiel erwartest du in dieser zweiten Hälfte? Ja, ich denke, dass der Trainer Alme Shiva noch ein bisschen was gesagt hat. Die werden also auch wechseln. Weil mit dem 2:2 können sie weniger leben. Halberstadt mit Sicherheit. Die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass diese Mannschaft gut ist. Aber für Lok ist das zu wenig. Die werden also jetzt wechseln und die streben einen Dreier an. Uns kann es recht sein. Das Spiel ist sehr ordentlich. Also Heinke kommt gemeinsam mit Rangelov. Rangelov zuletzt in der Startelf. Nicht ganz so frisch wie Fufak. Aber jetzt ersetzt er erst einmal Ogbidi. Damit vielleicht ein bisschen mehr Tempo. Auf der Seite Memedovic. Die Pizza am Boden. Geht schon weiter. Pfeffer. Fufak. Und das noch zur Vervollständigung. Schmökel ist draußen. Pribanovic jetzt also drin auf Halberstädter Seite. Baudes. Bleibt der Patrick Baudes. Stammkraft in der Innenverteidigung. Sein 27. Saisonspiel. Es ist der 31. Spieltag. Sascha Pfeffer mit listigem Blick. Aber die Ecke nicht besonders listig getreten. Die Blitzer. Sörch, da ist der noch vorne. Clever von Kuhnhold. Das hat er geschickt gemacht. Der so unglücklich diesen Elfmeter verursachte. Ole hoch. Verfolgt von Abderrahmane. Stark von Sirch. Das ist die Erfahrung, die Lutz Lindemann angesprochen hat. Schlägt diesen Ball nicht wild weg. Beruhigt somit das Spiel. Aber das ist jetzt aus dieser statischen Situation heraus auch schwierig für Lok, hier was zu lösen. Viererkette der Germania steht. Rangelov verliert den Ball gegen Ole Hoch.
Hinspiel in Leipzig übrigens 4:0 für den ersten FC Lok. Siane zweimal, Abderrahmane und Fufak die Torschützen. Auch heute sind 4 Tore gefallen, allerdings, das haben Sie gerade noch mal gesehen, gleichmäßig verteilt. Memedovic gegen 2, muss abbrechen, Fufak, nö. Sichos. Der im Tor einen guten Eindruck macht, mit seinen Abschlägen nicht immer zielgenau trifft. Siane wartet, vielleicht ein bisschen weit draußen für Fufak, dann kommt der Ball zurück und genau das ist typisch Siane, der geht immer mit Tempo hin zum Ball, selten, dass er mal im Strafraum steht. So hat er sein Tor zuletzt gegen Altglienicke erzielt, so war er vorhin hier zweimal erfolgreich, zweite Treffer zählte wegen eines Handspiels zuvor richtigerweise nicht. Doch jetzt war er schnell am Ball. Aber wir beide wissen natürlich, dass der Siane für diese Liga ein hervorragender Stürmer ist. Er ist immer für ein Tor gut, er ist körperlich präsent. Und ich glaube, der lebt das auch, sonst hätte er nicht so lange verlängert. Jetzt wieder. Er fühlt sich sehr wohl bei Lok und das ist sein Verein. Das ist seine Stadt. Und da gibt er zurück. Das Paket Siane und Lok Leipzig extrem glaubwürdig. Und das ist aus meiner Sicht auch eine clevere Entscheidung von Siane, bei Lok zu bleiben. Lieber dort zur Legende werden, als irgendwo anders sich für ein paar Euro mehr zu verdingen. Und am Ende nicht glücklich zu werden. Hast du absolut recht. Er verlässt nicht sein Umfeld. Er ist geschätzt, er ist geachtet. Und Lok Leipzig ist ein Verein, der natürlich in Europa bekannt ist. Der ähnlich wie Karl Zasena ein Europacup-Finale gespielt hat. Und die Tradition verpflichtet. Und jetzt hat der Hauptsponsor letzte Woche wieder verlängert seinen Vertrag. Wirtschaftlich für Lok natürlich eine beruhigende Sache und das freut einen, dass es hier im Osten auch aufwärts geht. 1987 war es damals in Athen, 0:1 Niederlage gegen Ajax Amsterdam. Der erste FC Lok. Später dann als VfB nochmal in der Bundesliga. Eine Saison. Und das die nächste Möglichkeit für Siane. Ärgert sich. Aber die Bälle aus dem Halbfeld ohne den großen Druck sind halt auch ganz schwer zu verwerten. Ja, besser sind die Grundlinienflanken, wo der Ball zurückkommt, wo er mehr Druck entwickeln kann. Und deswegen war das technisch gut gemacht, aber nicht scharf genug. Nedovic, es muss ein Foul geben. Könnte man auch Gelb geben. Ah, da ist es schon. Berechtigterweise. Nedovic ist da in der Tat nur auf den Mann gegangen. Und deshalb Gelb. Vor 703 Zuschauern. Hier in Halberstadt, da ist er, Manuel Rost, der Vertreter von Petersen.
so wohl fühlt. Manuel Ross, geboren in Gotha. Sein Papa stammt aus Mosambik, hat damals in Weimar in einer Glasfabrik gearbeitet. Mama Steffi aus Remstedt. Von ihr hat er auch seinen Nachnamen. Es schneit, Lutz. Zumindest ein bisschen. Ja, wir sind hier im Vorharz. Das ist immer möglich. Aber was mich mehr interessiert, dass Germania jetzt so nach der Pause noch nicht wieder den Rhythmus hat. Sie sind noch nicht wieder so im Spiel. Und ein bisschen mehr wieder wäre für das Spiel gut. Immer wieder der 1,92 Meter Mann gesucht. In der Spitze Luis Malina. Die rechnen nicht mehr, die Leipziger. So zumindest sagt es Almedin Çiver. Wie viele Punkte sind es noch auf dem BFC? Das ist egal, es ist der 31. Spieltag. 7 sind es noch. Sie haben Nachholspiele, aber sie wollen jetzt Schritt für Schritt einsammeln. Und da ist ein Dreier heute in Halberstadt natürlich Pflicht, um die zarte Aufstiegspflanze noch mal ein bisschen zu gießen. Pfeffer, das ist schön gespielt. Der Ball war draußen. Aber diesen Ball muss man direkt spielen. Den Ball musste direkt vors Tor spielen. Rangelov, der neue Mann. Der Trainer zeigt es gerade unten. Aber noch mal zu Lok und den Weg. Sie haben ja im Sommer nicht verlauten lassen, wir wollen aufsteigen. Wir wollen uns stabilisieren, wir wollen stärker werden. Und das haben sie bis jetzt ausgezeichnet gemacht. Korsch. Wenn du natürlich vorne bist, so nah dran, dann willst du aufsteigen. Aber die Entwicklung von Lok ist sehr ordentlich, stabil. Almedin Çiver hat noch mal auf die Eröffnungspressekonferenz vor der Saison hingewiesen. Hat gesagt, ich wurde gefragt nach den Aufstiegskandidaten und habe damals gesagt, BFC Dynamo und FC Carl Zeiss Jena, das sind Mannschaften, die stabil stehen und am Ende vorn dabei sein werden. Uns, sagte er, hatte damals keiner auf der Rechnung und genauso war es auch. Und dafür ist die Saisonleistung durchaus sehr ordentlich vom ersten FC Lok. Und mit der Tradition der Strahlkraft der Stadt Leipzig lässt sich da im Südosten in Probstheida in den nächsten Jahren ganz sicher was entwickeln. Insgesamt muss man sagen, hat in der letzten Dekade der ersten FC Lok eine sehr positive Entwicklung genommen. Innerhalb des Vereins, auch die Außenwirkung hat sich verbessert. Dazu haben natürlich auch diese Aufstiegsspiele beigetragen. Unglücklich, dass sie sich am Ende nicht schon haben durchsetzen können, die Leipziger. Aber irgendwann wird das mal was werden mit der dritten Liga. Hole hoch. Zieht viele Bälle an, der Sechser. Und jetzt ist er wieder ein bisschen mehr da, der Mut bei Jalot. Guter Ballgewinn vom Kapitän von Vogt. Aber bezüglich nochmal auf die Entwicklung von Lok. Ich rede ja auch mit dem Präsidenten, mit Thomas Löwe, der einen sehr guten Job macht, dem Verein gut tut. Und das hört bei dem Trainer und Manager und in Personalunion. Der ist fußballverrückt, der ist sachlich, ist auch charakterlich. Ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, wenn wir reden, immer wieder. So ein Mann tut diesem Verein sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist er eben sachlich, finde ich. Das ist das Allerwichtigste, dass er nicht überdreht. Auch in Situationen, wo es vielleicht mal nicht so läuft, ist mit Almedin Çiver
da ist wenig Extrovertiertes zu erwarten von ihm. Der ist immer auf dem Boden und das ist gut in einer Welt, in der es ja sowieso immer sehr aufgeregt zugeht. Da gebe ich dir recht, 100%. Auch wenn die heute hier nicht spielen, aber ich habe gehört, sie haben gegen Jena gewonnen, Chemie Leipzig, die sind aber einen ähnlich guten Weg. Sievers, der erwischt. Siane Rangelow, wer übernimmt den? Berger. Das war keine gute Verarbeitung des eingewechselten Pribanovic. Es gibt kein Foul für Piblica. Es ist frisch, das kann ich Ihnen sagen. Selbst wenn es hier anders aussieht. Aber braun gebrannt sind die noch nicht, ne? Das ist ziemlich weiß. Aber der Frühling, er kommt. Angelov attackiert. Kufak spielt mit. Ivanovic kann klären, gleich nochmal gefordert. Wieder Pribanovic, der in der zweiten Liga für Wacker Innsbruck 23 Spiele machte. Zuletzt unter Daniel Birovka, der dort Trainer ist, kam zur Winterpause nach Halberstadt. Berger. Pfeffer! Zuvor kein Foul pfiffen. Sascha Pfeffer, Torschütze per Elfmeter zum 2:2. Mehmedovic. Gut gemacht von Hoch. Der gefällt mir, Olo Hoch. Er macht das sehr gut. Allerdings Jallot an dieser Stelle, Entschuldigung. Aber die beiden durchaus auffällig, auch Jallot schon mit einem Assist. Sind auch vom Laufstil und von der Größe, wenn man hier so weit wegsitzen, kann man sich auch mal vergucken, ist ganz normal. Naja, ungern. Der Mann, der für Egelseder gekommen ist, Leon Heinke jetzt in der Innenverteidigung. Abderrahmane. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Egelseder irgendeine Verletzung vorliegt. Normalerweise gesetzt, wenn er denn fit ist. Heinke. Das sieht man selten. Siane entschuldigt sich sofort. Heinke passt auf. Auch über Jahre Stammspieler Leon Heinke. Erfahrener Mann. Da ist er wieder, verteilt den Ball an Pfeffer. Ein Doppelpass. Sie suchen sich. Der wuselt sich aber auch immer wieder nach vorn. Siane, den will er ablegen auf Fufak. Kommt das zum Schuss für Pfeffer? Ecke. Aber alles, was Sascha Pfeffer macht, was er versucht hat, Hand und Fuß. Muss man ganz einfach sagen. Wird immer gefährlich, wenn er den Ball zieht. Jetzt hier im Zwiegespräch mit seinem Trainer. Der ist da extra ein bisschen an die Ecke herangerutscht, um ihn noch was zuzuwinken. Die letzte war ein bisschen flach. Die ist gut.
fast schon sehr gut. Berger, der will einfach den Ball da hinten weg haben, um einen Konter zu vermeiden. Und da ist er wieder, Pfeffer. War noch gut der Ball. Kufak. Kufak. So, da ist er jetzt. Kohle hoch. Übergibt auf Reitel. Und er zieht eine Ecke und den Applaus seines Trainers Fabian Reitel. Hier unten links zu sehen. Das ist Manuel Rost. Jan-Ole Sievers. Unterwegs fehlte er mal zwei Spiele wegen einer Corona-Infektion. So viele Leipziger waren davon betroffen. Am Ende kann das auch, das wird man erst in der Rückblende sehen, kann das auch ein Grund gewesen sein für diese Spiele, die zu Hause gegen Eilenburg, gegen Altinike nicht optimal verliefen. Rangelov wartet lange. Hätte Pieplitzer durchaus Longline spielen können, diesen Ball. Er wollte. Er wollte Cross hier, eigentlich wollte er rüberspielen eigentlich. Ja. Deswegen war er vielleicht auch ein bisschen sauer rangelofft auf der anderen Seite, dass er den Ball nicht einfach die Linie runterspielt. Abderrahmane. So, jetzt eine gute Kontersituation, eine sehr gute Konterchance für Germania Halberstadt. Ist das ärgerlich vom Torschützen Weigel? Dann nimmt er Tempo raus. Und dann ist die ganze Stimmung, die Energie draußen aus diesem Angriff. Was für eine Möglichkeit für Julian Weigel. Stattdessen jetzt Lock. Jetzt ist wieder die rechte Seite offen. Aber der ist zu hoch, nicht für Kuhnold. Sirch. Das ist leichtfertig, so einen Konter so wegzugeben. Der Ball vorne auf die linke Seite und dann brennt das hier, aber hat vielleicht auch ein bisschen was mit Klasse zu tun. Ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht der Fehler von Julian Weigel schon vor dem Pass, dass er nicht mehr mit der vollen Energie auf die Viererkette oder die drei, die dann noch übrig waren, zugeht. Und jetzt Siane, Jamal Siane! Der ist immer noch gut, der ist immer noch gut! Das ist ja unglaublich, diese Szene! Rangelow rückt nach! Pfeffer kommt! Abderrahmane! Nochmal Abderrahmane! Was für Szenen im Strafraum der Germania! Irre diese Szene, da müssen wir nochmal hingucken. Jetzt hier am Ende schießen sich selbst an und dann knallt er ihn gegen den Pfosten. Irre. Und der Nachschuss von Abderrahmane. Normal macht er die, Siane. Jetzt müssen wir den Torwart auch mal loben. Ja, Sichos war dann auch noch mal da. Und das war eine dicke, dicke Chance. Abderrahmane, zwei Tore beim 4:0-Sieg im Hinspiel. Der mag genau diese Mannschaft, Abderrahmane. Und auch hier fehlte doch eine ganze Menge am Ende. Vier Tore hat er nur gemacht, Abderrahmane. Zwei davon gegen Germania. Und jetzt gibt es den Wechsel. Jetzt kommt Tim Heike für Malina. Heike, der zu Saisonbeginn dazu beitrug, dass die Germania so gut in diese Saison startete.
war er hier mit. Der beste Mann. Beim 7:1 gegen Halberstadt. Drei Tore durch Heike. Pfeffer. Pfeffer! Zu wenig für einen Elfmeter, sieht er ein. Ein toller Pass. Hoch. Wurde hoch. Du hast dir das gewünscht, Lutz. Das Spiel nimmt wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Genau. Und das muss es auch. Vor allen Dingen aus Sicht des ersten FC Lok. Aber sie versuchen es. Das müssen wir natürlich konstatieren. Das ist so. Und diese Szene vorhin, großartig. Und selbst wenn wir geschimpft haben über Julian Weigel, auch das war ja der Versuch von Halberstadt, ja. In der gegnerischen Hälfte was anzuzünden. Ja, wir schimpfen ja nicht. Nein. Nein, niemals. Tabara, Weigel, Fufak. Mitunter ganz tief. Jamal Siane. Berger. Rangelov. Rangelov geht in die Mitte. Darf das Rangelov? Das war ein bisschen leichtsinnig verteidigt. Kuhnhold. Und jetzt Raum und Platz. Und wieder nicht gut zu Ende gespielt durch die Captain. Zürich. Den Ball vor der Auslinie. Da hatte Christoph Beblik auf der Gegenseite der Assistenten Auge drauf. Ball war drin. Auf der Trainerseite Philipp Vierock an der Fahne. Und Abderrahmane am Ball. Jetzt ist zu wenig Bewegung. Wir müssen sich bewegen, sonst wird das nichts mit dem Blauen. Rangelov, ein bisschen zu sehr in den Rücken. Berger wollte den Ball bekommen. Unsicher von Lukas Zichos. Der Abschlag, der war gut. Sehr gut. In den Fuß von Heike. Sehr flache Flugkurve. So, es wird ein bisschen giftiger, ein bisschen griffiger. Lok hat noch Zeit, aber eben auch nicht mehr so üppig. Abderrahmane. Immer wieder dieser Ball. Haben sich jetzt darauf eingestellt, auf diese Pässe direkt in den Fuß von Siane. Der hat immer ein, meistens zwei gegen sich. Das kommt der nächste Wechsel. Finn Modler. Berger muss warten. Modler kommt in die Partie für Jesse Mialon, der sehr gute Ansätze hatte, der Franzose. Jetzt also Modler. Da ist er, der Zehner. Die Nummer sagt einiges.
in Nordrhein-Westfalen, in Euskirchen. Einst geboren, zog schon als Elfjähriger des Fußballs wegen nach München zu 1860, lebte dort im Internat. Verletzung zwang ihn dann zu einer Pause, Finn Modler. Aber auch er hat beim FC Carl Zeiss gespielt, in der zweiten Mannschaft. 2 Tore erzielt. Damals unter Trainer Christian Fröhlich. 1 Tor gemacht inzwischen Modler. Ein wichtiges beim 1:1 im späten Ausgleich hier gegen den Berliner AK. Wir haben noch eine reichlich Viertelstunde. Ich hoffe, dass die Germanen noch ein bisschen Luft haben, um noch mal rauszuspielen, die Leipziger noch mal zu beeindrucken. Denn das Tempo war ja bis jetzt hoch, vor allem in der ersten Halbzeit. Mal sehen, was da noch kommt. Erstmal ein Einwurf durch Reitl. Und jetzt einer für Berger. Ja, sie kommen tatsächlich mit Vogt. Aber Abderrahmane und Pipliza, wenn du diese beiden hast, die Fußball spielen können und enorm laufen und sich bewegen, das ist schon auch für diese Liga, und die sind noch jung, ist schon was Gutes. Das könnte eine Achse bleiben für die Leipziger. Da ist er wieder, Abderrahmane. Und hier sehen wir seine fußballerischen Qualitäten. Er holt sich den Ball. Die Gegner wissen auch, der kann sich drehen, der kann was. Da wird man auch nicht permanent attackiert, wenn man 2-3 Mal ins Leere läuft. Richtig. Heinke. Aber nach vorn. Nach vorn fehlt im Moment der entscheidende Impuls. Und jetzt ist es auch ganz regulär nur noch eine Viertelstunde. Ibiza bleibt hängen. Ja, das war eine typische Szene für Sirch. Und jetzt das Laufduell, das Leon Heintje für sich entscheidet. Abderrahmane. Lang. Reitl dazwischen. Und jetzt das Kommando für den nächsten Wechsel. Da steht das schon, Michael Schlicht. Er kommt für Pipliza. Er hat viel gemacht, ist viel gelaufen. Zweikämpfe. Es geht in dieser Saisonphase auch um Frische. Mit Schlicht kommt dann noch mal einer, der vielleicht die brillante Idee beisteuern kann. Michael Schlicht, in der Jugend schon mit dem Angebot zu Lok oder zum FC Sachsen zu wechseln, hat sich dann für den FC Sachsen entschieden. Drittliga-Erfahrung gesammelt beim FSV Zwickau. Aus Auerbach jetzt in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Pfeffer, stark von Grunold, sehr stabil. Da ist das Duell von Schlicht. Medovic, gut zugestellt, durch Modern, denn da war die Chance, auf außen zu passen und vielleicht einen Konter einzuleiten, so wieder alles beruhigt. Schlicht, Medovic,
Abderrahmane. Schlicht. Pfeffer. Vogt überall zu finden. Das Spiel jetzt im Rhythmus gestört durch die Wechsel. Der nächste kommt. Nils Schätzle. Vogt verlässt den Platz. Gerade noch gegrätscht. Extrem viel unterwegs. Vogt und jetzt Schätzle. Sie lassen sich natürlich ein bisschen Zeit. Patrick Baudes hat die Binde übernommen, ist jetzt Kapitän. Schätzle kommt. Gebürtiger Magdeburger. Hat es aber zu keinem Spiel in der ersten Mannschaft gebracht. Jetzt Heike in Position, bekommt den Ball nicht. Zuspiel von Korsch misslingt. Hat genau die falsche Entscheidung getroffen. Foul von Weigel. Mit Gelb belohnt. In jedem Fall eine taktische Absicht und deswegen die Karte auch zurecht. Für Julian Weigel. Die Lockfahne weht. Aber sie sind für einen Auswärtssieg gekommen. Michael Schlicht. Den Wind im Trikot. Und im Gesicht. Schlicht. Trotzdem mein Respekt vor diesen Leuten, egal ob sie sich auch manchmal ein bisschen rüde benehmen, aber Woche für Woche unterwegs, bei jedem Wetter, ist schon toll. Elfmeter. Es gibt ihn tatsächlich, er hat ein bisschen gezögert, hat gewartet. Reitl bekommt den Elfmeter. Und das ist eine krasse Fehlentscheidung. Tut mir leid, Berger zieht das Bein weg und es gibt ihn auch nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat den Elfmeter vermutlich zurückgenommen auf Anraten des Assistenten. Manuel Rost ist extrem sauer, aber es ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Ja, natürlich die richtige Entscheidung, das ist schon klar. Aber den so zurückzunehmen. Also Respekt, dass man sich dann, es muss. Vielleicht hat ein Spieler gesagt, das war keiner. Auch möglich. Vielleicht Fabian Reitl. Das ist ein anständiger junger Mann. Wie auch immer, die Entscheidung ist richtig gefallen und deshalb Respekt vor Florian Lechner. Rangelov. Wir haben heute alles erlebt. Hier war viel drin. Wunderbar. Aber noch kein Tor in Halbzeit 2. Genau. Und immer noch keine Entscheidung. Lok braucht den Sieg. Der BFC Dynamo gestern überragendes 3:0 beim Chemnitzer FC. Natürlich sind die Berliner jetzt vor dem Monitor, haben sich schon gefreut über den Sieg von Chemie heute, 3:2. Aber gestern, Last Minute, 3:1 Sieg gestern. Ich habe das Spiel gesehen. Da gab es noch den
Chemnitzer Last-Minute-Treffer. Aber der BFC gestern beeindruckend. Und nochmal Siane. Und das kann ein Berliner Wochenende werden, wenn Lok hier tatsächlich nochmal zwei Punkte liegen lässt in Halberstadt. Pfeffer. Sascha Pfeffer, Siane. Berger. Abderrahmane. Schlicht. Schlicht. Auf Memedovic. Memedovic gefoult. Rodler weiß. Ganz genau. Da kommt jetzt das Spray zum Einsatz. Gibt es auch in der Regionalliga. So Schlicht wird es machen. Michael Schlicht. Er sortiert. Torhüter Lukas Zichos, nämlich ich Finn glaube, Rodler. Jetzt kommt Tom Nattermann. Erstmal Schlicht. Schlicht und ein Pfiff. Gar nicht so schlecht. Ja, wo ist er, der Nattermann? Hier steht er. Sie sehen ihn. 85. Minute. Er kann aber nicht rein, wie gestern, dass da 12 Mann auf dem Platz stehen. Er muss warten. Angelov. Weigel mal auf Nummer sicher. Und Lok hat es jetzt eilig. Pfeffer geht wieder nach innen. Nochmal gut gegangen. Memedovic, das wird schwer für ihn. Pfeffer hat ein bisschen mehr Platz. Abderrahmane. Kein Foul, überraschend, aber abseits. Abseits von Tim Heike. Firok hat das gesehen und zeigt jetzt den Wechsel an. Nattermann kommt, schon angekündigt. Heike vielleicht einen Zentimeter zu früh gestartet. Für Fufak. Nattermann hat zuletzt den Game-Winner erzielt beim Berliner AK. Genau so ein Tor braucht der erste FC Lok auch jetzt. Und Halberstadt im Abstiegskampf will den einen Punkt unbedingt festhalten. Weigel. Vorwiegend hinten. Und jetzt ist er frei. Aber Sievers da. Heike. Nochmal abgefangen. Auch das ist ja eine Option. Der Heimsieg hier mit einem präzise zu Ende gespielten Konter. Das wäre der Wunsch. Und die Körpersprache der roten Germanen drückt das auch aus. Also hier ist noch alles möglich. Modler übergibt an Hoch. Ole Hoch! Du hast es vorausgesagt. Wir wollen nochmal. Es gibt dann eine Abseitsposition, allerdings nicht von Modler, sondern von dem nachrückenden Heike. Deshalb musste der Ball nochmal auf die Erde. Schlicht. Lok bleibt ruhig. Wird sehr ruhig, spielen das weiter wie von der ersten Minute an. Ja, du merkst natürlich, dass diese Mannschaft hat ein System. Und da spielen sie. Da ist wieder der Rückpass. Abderrahmane, Berger, Weigel,
quasi jetzt immer eingerückt in die 5er, 6er, 7er Kette. Nemirovic. Sievers. Perfekte Lösung für dieses Problem. Sirch. Mutet sich was zu, der Sirch. Bekommt das Foul. Oh, ist noch jede Menge drin hier. Das war aus meiner Sicht kein Foul. Der spielt auch den Ball. Sehr riskant von Sirch. Heinke. Immer wieder Weigel. Medovic dazwischen. Schlicht, der jetzt alle Bälle bekommt. Michael Schlicht. Sonderapplaus für Modler von der Tribüne. Geht er gleich nochmal hinterher. Letzte reguläre Minute läuft. Rangelov kommt, lockt noch mal gezielt nach vorn. Rangelov. Da ist nur Kuhnhold und Torwart Sichos. Sie sind ausgebrannt jetzt. Beide Mannschaften. Aber sie haben auch viel getan dafür. Für diese Liga sehr ordentlich von der Bewegung, von der Laufleistung. Lok ja mit unglaublich vielen Spielen. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. 3 Minuten gibt es obendrauf. Berger. Berger. Nadamon! Nadamon! Wieder mit dem Game in der Fragezeichen! Es ist ja unglaublich, was hier heute los ist. Ja, das ist Wahnsinn. Chemie Leipzig in der letzten Minute. Lok Leipzig hier in Halberstadt mit dem eingewechselten Nandermann. Und ich wollte schon fragen, kommt der vielleicht zu spät? Von wegen. Ja, nein, genau richtig. Aber das haben wir uns verdient, dass wir dieses Spiel sehen. Das tut mir natürlich leid hier für die Germanen. Berger mit der Flanke hatte schon zuletzt gegen Altglienicke flach vorgelegt. Für Siane und jetzt Nandermann. Und das ist ja eine typische Szene für diesen Tom Nandermann. Und wie der Pfeffer sich hier freut, wie der abgeht. Bitter für Germania Halberstadt. Wichtig für Lok Leipzig, um ein kleines Lächeln im Gesicht von Berger, um die Aufstiegschancen zu erhalten. Kuhnhold. Wie viel gibt es jetzt noch oben drauf? Nattermann. Reitel. Einfach vorn rein. Einfach vorn rein. Und es gibt Abschluss. Die Sonne kommt noch mal raus. Und auch Mike Zalewski. Ja, das hat Weigel super gemacht. Aus meiner Sicht hätte es hier Eckball geben müssen. Zweite, dritte Entscheidung, die wir nicht ganz so teilen, oder? Wenn der Ball vorher aus war, das war aus dem Winkel schlecht zu erkennen. Jetzt darf Abderrahman raus und Mike Zalewski kommt. Der fünfte und letzte Wechsel.
Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch fünfmal wechseln können in dieser Liga. Es ist immer eine Möglichkeit. Fünf Mann. Pfeffer. Mit dem Foul. Im Hinspiel ein klares 4:0. Jetzt ein enges, umkämpftes 3:2 für Lok. Und nochmal Ole hoch. Hoch bringt den Ball rein. Und da ist sie nochmal, die Chance. Kuhnold mit dem Ableger für Nils Schätzle, der verzieht. Und jetzt nimmt er diesen weiten Weg, Lukas. Entschuldigung, Jan-Ole Sievers, natürlich gern in Kauf. Man fragt sich, wo sind jetzt die Balljungen? Er hat ihn nicht gesehen, er steht direkt hinterm Tor, den hole ich selber. Er hat ihn schon gesehen, er ist absichtlich an ihm vorbeigelaufen. Aber wenn du jetzt Manager bist von Germania Halberstadt, dann musst du dem Balljungen natürlich sagen, aggressiv dahin, den gleich auf die Linie legen und eben diese Zeit nicht verstreichen lassen. Er ist so begeistert von dem Torhüter, dass er gar nicht auf die Idee kommt. So, das war's. Er hat das 3:2 vorgelegt. Sein Trainer Almedin Schiever hat noch mal die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen. Tom Nattermann war der Torschütze. Es hat viel Spaß gemacht. Danke, Lutz Lindemann, der erste FC Lok bleibt im Rennen. Durch einen 3:2-Sieg in Halberstadt. Tom, bitte. Ja.